Willkommen, ich bin noch immer der Christian Freisling, Berater, Referent, Trainer, Journalist und hemmungsloser Improvisateur. Diesmal ist die Überschrift Interview mit einem Axiom. Und dazu laden wir da ein, sich zu zweit, zu dritt, zu viert zusammenzuschließen, zu vernetzen und miteinander folgende Aufgabe umzusetzen. Eine Person schlüpft in die Rolle eines Interviewers, einer Interviewerin und die anderen in einem bestimmten Aspekt oder verschiedenen Aspekten von Herr, Frau, S, Axiom. Und ja, wie das halt in einem Gespräch, in einem Interview so ist, werden verschiedene Fragen, natürlich auch indiskrete, gestellt und Axiom antwortet darauf. Was denkt ihr? Sie es, was sind so Bedürfnisse? Wie schaut so ein typischer Tag aus in dessen Leben? Oder was wollte er, sie es, der Welt immer schon mal mitteilen? Und die Einladung ist, das in Form von einem Text zu machen, den ihr postet, in Form von einem Video, wäre natürlich noch cooler, über Google Hangout zum Beispiel aufgezeichnet. Auch ein Podcast ist denkbar. Und dabei bitte möglichst wenig planen, sondern so einander so Fragen, die einem am Herz brennen, was ich immer schon mal von einem Axiom wissen wollte, an den Kopf werfen und darauf vertrauen, dass da die Intuition uns die richtigen Antworten liefert. Und wir sind so schon sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse von Interview von mit einem Axiom und natürlich wieder hier unten Antworten posten. Und auf Antworten, die ihr dort findet, von anderen reagieren, kommentieren, ja, vielleicht auch daraus eine neue Idee entwickeln, was so Axiom sagen könnte. Zum Beispiel auch in einer Reality-TV-Show oder in einer Begegnung mit Axiom. Ja, schauen wir mal. Alles Gute und bis bald.